So, wir möchten gerne heute eine kleine Hilfestellung geben, wie leicht Bampfen ist. So, für einen einzelnen Hund ein paar Karotten, etwas Banane, immer als Beispiel, man kann natürlich variieren, etwas Apfel, dann kriegt er ein Salatblatt. Das ist für einen kleinen Hund von ungefähr 7 Kilo ungefähr, dann zweimal in der Woche ein paar Nüsse. Eierschalen sind wunderbar wertvoll. Man kann auch ein ganzes Ei ein- oder zweimal in der Woche dazugeben. Dann entweder in den Pürierstab oder in den Mixer mit etwas Wasser und fertig ist das Hexenwerk. Hier ist das aufgetaute Fleisch. Für einen kleinen Hund wird ja genau ausgerechnet, wie viel er braucht. Dann mischen wir sehr gerne auch immer etwas Blättermagen oder Pansen dazu. Die Menge soll Sie jetzt nicht verwirren, weil das ist jetzt einfach nur so zum Demonstrieren. Dann kommt unser schöner Gemüse- und Obstbrei dran. Natürlich für einen kleinen Hund circa eine halbe Tasse, aber um die Mengen geht es jetzt gar nicht. Einfach nur um die einfache Zubereitung. Dann ein Teelöffelchen Öl. So, und jetzt die Mahlzeit fix und fertig. Damit wir uns richtig verstehen, wir plädieren für eine gesunde Hauptmahlzeit, BARF, zwischen 12 und 2, wenn man sich das einrichten kann. Morgens und abends selbstverständlich gibt es auch ein bisschen Trockenfutter, wenn es ganz wahnsinnig alt, auch mal eine Dose. Aber mit einer gesunden Natur-Hauptmahlzeit haben Sie einen Hund, der ganz, ganz alt werden kann.